war ein hartes Stück Arbeit. Aber jetzt haben wir Morello da, wo wir ihn haben wollen. Jetzt bleibt nur noch eines. Wir erledigen ihn. In seinen Teilen der Stadt sind Diebstahl, Raub, Erpressung, illegale Lotterien, Glücksspiel und Prostitution an der Tagesordnung. Aber was ist das größte Problem? Drogen? Blödsinn. Das Problem ist, dass wir dafür nicht einen Cent kriegen. Das wird sich ändern, sobald wir Morello los sind. Seine Organisation fällt in sich zusammen. Und alle die kleinen Gauner, Diebe und Kriminellen bringen sich gegenseitig um, wenn niemand für Ordnung sorgt. Heute können wir den Bastard ein für alle Mal erledigen. Pauli hat einen Plan vorgeschlagen. Ganz genau. Meine Informanten sagen, dass wir heute eine Chance haben, den Typen zu erwischen. Morello ist gut bewacht und er zeigt sich fast nie in der Öffentlichkeit. Er fährt immer in einer kugelsicheren Limousine, abgeschottet wie eine Miesmuschel. Aber heute kommt er raus. Er geht ins Theater, um sich ein wenig unter die Crème de la Crème von Lost Heaven zu mischen. Wir werden dort sein und ihm auch eine Show bieten. Ist das nicht ziemlich riskant? Es ist riskant, aber unsere einzige Möglichkeit, ihn vor aller Augen umzulegen und so unsere Macht zu zeigen. Es läuft so ab. Wartet vor dem Gebäude, bis die Show vorbei ist. Dann kommen die Leute heraus. Also gibt es jede Menge Durcheinander. Morello versucht, sich den Weg daraus zu bahnen. Seine Gorillas haben keine Chance, uns zu entdecken, bevor wir ihn erwischen. Achtet darauf, dass ihr keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Also nicht schießen. Zieht eure Waffen erst, wenn ihr ihn seht. Ich hoffe, ich erkenne ihn überhaupt noch. Sollte dir nicht schwerfallen. Morello liebt es, weiße Anzüge zu tragen. So etwas tragen heutzutage nicht mehr viele. Jeder von euch bekommt eine Thompson oder Lupara von Vincenzo. Wartet vor dem Theater auf Central Island, bis Morello herauskommt. Dann an die Arbeit. Die Aufführung endet um 9 Uhr. Sorgt dafür, dass ihr pünktlich da seid. Es sollte kein Problem sein. Also kommt nicht ohne seinen Kopf zurück. Okay, Boss. An die Arbeit. Ein truer Mafioso arbeitet eigentlich immer mit einer Lupara, wenn er so einen Mord begehen will. Fahr mit Polly, ja, wie auch immer. Wir sollen zum Theater fahren, glaube ich. Ne, Don? Wenn du dem Schwein was sagen kannst, bevor du es erledigst, sag ihm, dass ich anders bin als der alte Pepone und dass das für ihn ist. Was, Boss? Er weiß schon Bescheid. Wir haben noch ein paar offene Rechnungen von früher. Sorry, Don, aber ich glaube nicht, dass ich zum Reden komme mit Ihnen. Da wird mein Abzugsfinger wohl schneller sein. Ich brauche ein wenig Ruhe. Ich muss nachdenken. Jo, geht klar. Bis später. Na, Handsome Seaman hier? Hm? Nein, sorry. Das wollte ich eigentlich nicht. So eine Runde Peel, ja. Jetzt konnte ich mich nicht zwischen Pool und Billard entscheiden. Pool-Billard eben. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Trinken die ernsthaft einen Cosmopolitan? Ist ja. Naja. Okay. Nicht jetzt, Tommy. Ich hab zu tun. Schadi! Ich bin echt beschäftigt. Wir trinken nach der Sperrstunde einen zusammen. Mich würde ja mal interessieren, wie es meiner Frau geht. Das wäre sehr interessant zu erfahren. So, hat Ralphie denn was für mich? Gibt's Ralphie denn überhaupt noch? Ralphie ist weg. Das ist ja auch sehr interessant. Ja. Und da habe ich schon wieder so einen blöden Guardian Terraplane rumstehen. Einfach nur, weil wir einen Viersitzer brauchen. Da können wir aber auch den hier nehmen eigentlich. Na, mal schauen. Also Ralphie gibt's nicht mehr offenbar. Wir gehen aber erstmal zu Vincenzo und versorgen uns mit einer Waffe. Bitte eine Lupara. Das ist einfach truer als das andere Ding. Hallo Vincenzo. Heute brauchen wir ein ganz schweres Geschütz. Wir pusten nämlich heute Morello um. Na, wie wär's denn mit 600 Schuss pro Minute aus einer guten alten Thompson? Für diesen Job könnten wir aber auch traditionellere Methoden anwenden und eine typisch sizilianische Waffe nehmen. Ah, das ist gut, dass ihr euch dafür entscheidet. Ich nehme die abgesägte Schrotflinte. Die Lupara. Was ihr gerade übrigens gehört habt, war mein Handy. Mein Akku ist nämlich runter. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr auf die Uhr gucken, wie lange ich schon aufnehme, denn ich habe mein Handy als Stoppuhr benutzt. Denn mein Handy verabschiedet sich jetzt. So, okay, kann weitergehen. Ja, die stecken wir aber erstmal weg. Dankeschön. Kommt, Jungs. Wir haben einen Mord zu begehen. Kommt. Jetzt habe ich gerade unglaublich gesächselt, glaube ich. Mord. Einen Mord. Polly. Beifuß. Bei...
Fuß. Ja, bleibst du halt da hängen. Ich will mich mal hier durchquetschen. Dankeschön. So, mal sehen, vielleicht kommen sie noch nach. Den können wir nicht nehmen, der ist ein Zweitürer bloß, dann nehmen wir den hier. So. Einmal den Lassiter angeworfen. Sammy ist schon drin, jetzt müssen wir bloß irgendwie Pauli aus der Wand kratzen. Weiß noch nicht so genau, wie wir das machen wollen. Oder wir fahren einfach schon mal los. Hey, wart auf mich! Ja, dann komm doch mal. Verdammt, ich nehme besser jemanden mit. Boah. Wisst ihr was? Pauli hat die Stimme von dem Raben Gulliver damals bei Benjamin Blümchen. Kennt ihr Benjamin Blümchen? Also die meisten von euch sind wahrscheinlich zu jung dafür. Ihr kennt das bestimmt nicht mehr, aber war ein Begleiter meiner Jugendzeit gewesen, Benjamin Blümchen Trickfilme. Da gab es da diesen hässlichen kleinen Raben, also ich konnte ihn nie ausstehen irgendwie, weil er immer so einen dämlichen, hässlichen Hut getragen hat. Und der ist, glaube ich, Gulliver. Und der hat genau die krächzende Stimme von Pauli. Hier, kommst du dann mal aus der Wand gescheißert oder was? Da oben. Oh! Ja, auch gut. War ein hartes Spiel. Ja gut, das kennen wir schon. Aber wir haben Pauli aus der Wand gekriegt. So, dann gehen wir hier zur Seite, Meister. Dann gehen wir jetzt nochmal hin und holen uns nochmal unsere Lupara ab und dann hoffe ich, dass Pauli diesmal nie in der Wand stecken bleibt. War mal eine gute Abwechslung. Ne? Alter Freund. Komm, beeil dich. Schneller! Hallo Vincenzo! Heute brauchen wir ja ganz schnell. Haben die sich jetzt neben mich reingeworfen? Ich wusste nämlich heute Morello rum. Na, wie wär's denn mit 600 Schuss pro Minute aus einer guten alten Thompson? Kann man das nicht wegdrücken? Nicht. Okay. Für diesen Job könnten wir aber auch traditionellere Methoden anwenden und eine typisch sizilianische Waffe nehmen. So, geht los. Ab geht er, Peter! Kommt, Freunde! Wir haben zu morden! Ach schön, diesmal ist keiner dabei stecken geblieben. Ich dachte schon, diesmal ist Pauli mit dabei und Sam ist stecken geblieben. Aber nein! Diesmal sind beide Jungs mit von der Partie. An die Kiste! Die Pferde gesattelt! Und los! Husar! Rennritt. Oder so. Und wir machen uns auf zur Creme de la Creme! Zu Othello! Othello hab ich noch nie gesehen, würde ich ganz gern machen. So, wir müssen rüber. Ich muss sagen, ich finde Shakespeare eigentlich ziemlich gut. Othello ist doch mit Shakespeare, oder? Sollte. Was mir besonders gefällt, weil es das einzige war, was wir in der Schule damals so richtig schön auseinandergerupft haben. Sodass man alles mal so richtig schön mitkriegt drin. Und was nicht Romeo und Julia hieß, denn Romeo und Julia ist so ausgenuddelt, ach komm. Das kann man sich nicht mehr mit antun. Das war Hamlet. Ich fand Hamlet ganz toll. Das Originalstück. Das war ein Vergehen. Das war ein Vergehen. Ja, ja. Ich bin ja eigentlich Dramental. Okay, ja. Problem. Ja, jetzt mach doch mal. Ist ja gut. Nee, Hamlet fand ich ganz toll, das Originalstück. Wir haben uns dann im Staatsschauspiel in Dresden haben wir uns eine moderne Inszenierung davon angesehen. Das war ein Dreck, sage ich euch. Meine Fresse. Da haben die 5 Kapitel von Hamlet durcheinander gemixt erstens. Das war schon mal das Nervige gewesen. Die waren in irgendeiner anderen Reihenfolge gewesen. Die haben mit der Schlussszene zuerst begonnen. Da dachte man auch, oh, es wird geil. Die haben tatsächlich historische Kostüme an. Und dann waren die aber nur für die Schlussszene gewesen und danach haben die alle weiße Pullover angezogen und weiße Hosen und weiße Schuhe und die einzige Requisite, der Wein macht sich bemerkbar, nein, die einzige Requisite auf der ganzen Bühne oder die einzigen Requisiten waren ein hängendes Autofrack, was auch immer ein hängendes Autofrack auf der Bühne zu suchen hatte und ein weißes Sofa. Und dann gab es 5 Schauspieler, die alle Hamlet gespielt haben. Es war sehr verwirrend und ich fand es sehr scheiße. Ja, aber so ein originales Stück von Shakespeare finde ich schon geil. Und ich finde, man sollte da nicht dran rumdoktern, man sollte die lassen, wie sie sind, um einfach die Wirkung, die gedachte Wirkung zu entfalten. Ich finde, man sollte es sogar so machen, wie es früher im englischen Theater war, nur mit Männern spielen. Das haben die alten Griechen gemacht, fand ich sehr geil, wenn die Griechen Frauen gespielt haben und auch
Was? Ach, shit. Hallo, die ist kugelsicher. Die ist kugelsicher. 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 Wie oft denn noch? Und wieso kann der durch Laternen fahren? Er ist ein Geist. Oh, ich muss meine Geschwindigkeitsbegrenzung rausmachen. Ja. Jedenfalls, die alten Griechen haben das schon so gemacht und auch im englischen Schauspiel war das früher so nur von Männern gespielt. Fand ich lustig. Wenn die Männer dann die Frauenrollen übernommen haben. Hatte was. Oh nee, jetzt ist er so ein scheiß Bulle, na toll. Ja, leck mich doch, komm. Fuck you. In your knee. So, jetzt geht's ja los. Jetzt ballern wir ja mal um die Wette. Scheiße, ich kann nicht ballern. Das bringt's nicht. Ich muss einfach hinterherfahren. Das muss reichen. So, Husa! Handbremse? Ja, hat super funktioniert. Ganz toll. Ist auch gut. Auch gut. Bum, bum, bum. Ja, schießt! 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 Ach, Leute. Ihr seid auch zu nichts zu gebrauchen. Okay, raus aufs Land. Das heißt, es gibt keinen bestimmten Ort, an dem wir fahren. Was man auch schon daran mitkriegen konnte, dass wir ihn zur Seite wegrammen konnten. Das wäre sonst nicht möglich gewesen. Wir hatten es ja beim kleinen Bruder gesehen, beim Sergio Morello. Wenn wir den gerammt haben, ist gar nichts passiert. Das heißt, hier geht es jetzt wirklich um die Wurst. Also bitte mal feuern, meine Freunde. Und bitte mal Gas geben, mein Freund. Hassa! Ha! Ha! Hassa! Hat er, Alter! Hat er? Wie jetzt? Wieso kann der durch Wände fahren? Das ist gemein. Das will ich auch können. Und was macht er jetzt auf dem Flughafen eigentlich? Monsieur? Was zum Teufel ist los? Warum hältst du ihn an? Keine Ahnung, der Wagen will einfach nicht. Ja, okay, großes okay, Kino. Wir haben ihn fast. Komm, Sam, wir legen los. Tom, steig aus und auf ihn hinterher. Okay, dann also auf die althergebrachte Methode. Wir kämpfen uns durch. Gibt's denn jemanden zum Bekämpfen? Pumps in your face. Leute, kommt ihr mal mit? Aloha? Ich lade noch mal, okay? Ihr habt doch nichts dagegen. Der Flughafen. Folge und töte Morello! So, aussteigen. Was zum Teufel ist los? Warum hältst du ihn an? Keine Ahnung. Halten und aussteigen. Okay, wir haben ihn fast. Komm, Sam, wir legen los. Kommt ihr jetzt mit? Auf ihn hinterher. Vielleicht kriegst du sie ja zu Fuß. Wie jetzt? Kommt ihr mal mit? Komm mit, du Drecksau! Du... Ich fass es doch nicht. Meine Güte! Diese faulen und feigen Dreckschweine! Ich muss alles alleine machen hier! Hasahahaha! Ja, hat gut funktioniert. Schlecht. Hüpf! Hüpf!